Willkommen zu einem Video Gibt's doch gar nicht mit Charlie. Heute möchte ich euch einfach mal mit auf die Reise nehmen und euch zeigen, wie ich das so mit dem Gipsgießen mache. Und ich dachte, wem es gefällt, der bleibt einfach dran. Dazu auf jeden Fall ein Umrührwerkzeug, da habe ich dieses hier von Fimo genommen. Dann ein Gipsbecher, ihr könnt auch ganz normale Behälter nehmen, wie zum Beispiel Plaste, Schalen oder sowas. Aber diese Gipsbecher machen sich echt gut, weil man die unheimlich gut wieder sauber kriegt. Dann braucht ihr natürlich Modelliergips. Ich habe hier Modelliergips Rigips, dieses gräuliche. Und natürlich, was ihr braucht, ist Wasser. Also ich bin ja dabei, mir diese Mischverhältnisse selber beizubringen. Hinten steht drauf, bei 2 Kilogramm, also bei dem ganzen Ding, bräuchte 1,25, glaube ich, Liter Wasser. Genau weiß ich es jetzt nicht, steht auch hinten drauf. Ich gebe immer rein, rühre, gebe ein bisschen Wasser zu, bis ich ungefähr diese Konsistenz habe, mit der ich arbeiten möchte. Was ihr außerdem gebrauchen könnt, ist ganz wichtig, eine Unterlage, weil, wie ihr seht, die hat so einen weißen Schleier drauf. Dieses Gips macht halt so einen weißen Schleier. Man bekommt es halt nicht mehr richtig sauber. Deswegen habe ich diese Unterlage hier genommen. Und was ihr natürlich benötigt, sind Molds oder halt auch Abformsachen, die ihr machen möchtet. Ich habe hier eine neue Form, und zwar dieses Hesi. Den werde ich heute zum ersten Mal mit euch zusammen befüllen. Und ja, dann werde ich wieder mein Bärchen-Mold nehmen und auf jeden Fall wieder diese hier, weil das gefällt mir auch unheimlich gut. Dann natürlich meine Brosche werde ich wieder machen. Miesis vielleicht wieder. Dann will ich mich an das hier probieren und zwar möchte ich da ein paar Obstsachen, vor allem auch Kürbisse. Also das werde ich auf jeden Fall heute befüllen. Ja, und dann habe ich hier noch so allerhand Sachen, die ich mal von Tauschpaketen gekriegt habe, wo ich ja mit Fimo nicht wirklich so viel anfangen kann. Und da gucke ich und wühle ich mich dann immer durch. Ich glaube, ich mache noch ein paar Herzilis. Und somit werden die dann auch mal benutzt. Weil mit Fimo geht da immer so viel drauf, dass man das gar nicht richtig benutzen kann. Aber bei sowas geht es ja ziemlich gut. Ich glaube, ich mache nur die 2 Cupcakes. Jo. Wenn ich dann alle meine Molds zusammen habe, die ich befüllen will, dann werde ich mir erstmal etwas Gips in diesen Becher tun. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt Gips in meinem Gipsbecher gemacht, gebe jetzt Wasser dazu. Immer erstmal schlückchenweise, um zu gucken, ob das schon reicht. Und dann rührt ihr das bloß einfach um, bis ihr eine Konsistenz habt, mit der ihr arbeiten könnt. Wichtig ist, dass es klümpchenfrei ist und nicht allzu fest, damit ihr das dann auch richtig in die Form bekommt. Einen ganz kleinen Schluck könnten wir noch. Oh, jetzt ging es ein bisschen daneben. So, ich rühre es mal nur schon ein bisschen durch und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, und nun ist das Gips auch in einer ordentlichen Konsistenz, womit ich arbeiten kann. Bei der lieben Lokea Art, glaube ich, heißt sie, hat mir in meinem letzten Gipsvideo ganz hilfreiche Tricks runtergeschrieben, was ich machen kann, damit diese Luftbläschen aufhören. Dafür danke ich dir nochmal, meine Liebe. Und wir fangen jetzt auch schon an. Und zwar nehme ich mir da mein Tool und kipp erstmal ein bisschen rein. So. Und da mache ich das jetzt so, wie sie gesagt hat. Und zwar drücke ich das mit der Spitze so ein bisschen runter, dass sich das halt gleichmäßig in dieser Form verteilt. So, überall schön reinstopfen. Dann immer wieder so nachdonnern, sage ich mal, damit das dann auch richtig runter geht. Heute ist die Masse irgendwie komischer als sonst. Habe ich doch zu wenig Wasser genommen? Ich werde mal noch mal ein bisschen Wasser reinpacken. Kleinen Moment. So, ich habe noch mal ein bisschen dünner gemacht. Wie ihr sehen könnt, jetzt ist die Masse auch ein bisschen beweglicher. Sprich, ist nicht auf einer Seite fest und auf einer Seite nicht so fest. Und ja, so kriege ich es halt besser in die Formen. So, und dann streicht ihr euch das einfach bloß immer wieder in die Figur und schüttelt dieses auf eure Arbeitsfläche immer wieder so hin und her. Und da seht ihr dann auch schon bei den Molds, wie die Luftblasen nach oben kommen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt das erste Mal ausprobiert, mit dem Spitzen da ein bisschen rumzustöchern, was ja eigentlich logisch ist, dass denn dadurch besser verteilt ist. So, da ist noch eine Luftblase. Na, weg mit dir. So. Und dann habe ich die erste fertig. Ich mache das mit den restlichen auch so. Und ja, wollte euch wie gesagt einmal mitnehmen und dann werden wir uns demnächst wiedersehen, wenn ich es aus die Form hole. So, nachdem das Ganze 10 Stunden getrocknet ist, habe ich gedacht, hole ich mit euch zusammen aus der Form. Ich mache erstmal wieder meine Lieblingsform. Ich hoffe, dass sie diesmal etwas kompletter ist als beim letzten Mal. Da haben wir die ganzen Troddeln gefehlt, also die ganzen, oh ja, diesmal ist schön geworden. Ich habe dann immer eigentlich meinen Karton hier, wo ich dann diesen Überschuss hier gleich abknabber, aber die ist diesmal richtig, richtig schön geworden. Oh, ist die toll. Weil beim letzten Mal war ja halt das hier kaputt, ne? Da hatte ich ja bloß oben ein bisschen und unten ein bisschen. Und nun habe ich sie einmal komplett. Und ja, der Rand lässt sich ganz einfach abbrechen. Also lässt sich das Überstehende ganz einfach bereinigen. Da gibt es gar keine Probleme. So. Und so sieht das Ganze aus. Die sieht ja mal mega schön aus. Also hier unten ist noch ein bisschen was. Das kann man dann notfalls auch abfeilen. Auf jeden Fall gefällt die mir super, super, super gut. Richtig schön. Dann habe ich hier meine Herzchen. Ich mache die mal immer da drüber, weil sonst habe ich einmal dieses Herzchen und einmal dieses Herzchen. Die Formen werden dann alle wieder in Wasser gewaschen und dann sind die wieder sauber. Ja, da habe ich die zwei Herzchen. Auch mega cool. Dann habe ich die Cupcakes. Da freue ich mich auch schon, die zu bemalen. Oh, leider viele Luftblasen. War das erste Mal. Oh ja. Aber ist gar nicht so schlimm, weil man kann es jetzt ausbessern. Das werde ich, werde mir die mal beiseite legen und das werde ich mal in einem anderen Video machen, was die Liebe mir darunter geschrieben hat. Was ich euch ja schon gesagt habe, da waren hilfreiche Tricks dabei.
So, dann habe ich hier wieder das Herzchen. Da ist jetzt das hier hinten nicht ganz so toll geworden, deswegen liegt es jetzt nicht komplett auf, ist aber gar nicht schlimm. Auch das kann ich mir abfeilen, da ist jetzt nicht so problematisch. So, dann habe ich den Schmetterling noch. Also das beides schon mal. Dann habe ich ja das erste Mal meine Obstsachen gemacht. Und zwar haben wir hier die Schoten. Ich auch einmal ein bisschen was abbröseln, damit das hier etwas ordentlicher aussieht. Und zwar diese hier, diese Schote, Bohnen. Dann auf jeden Fall mein Kürbis. Den wollte ich ja unbedingt haben, weil den kann man super bei Cinderella oder sowas als Disney mitverarbeiten oder als Halloween, ne? Kann man jetzt noch bemalen. Da werde ich auch noch weitere von machen, damit ich für Halloween dann welche habe. Dann die Karotte. Da werde ich wahrscheinlich mit Wackelaugen arbeiten. Habe ich mir so gedacht. Also ich werde jetzt demnächst anschließend mit euch mal ein paar Sachen gestalten. Ich habe ja jetzt schon einiges zum Verarbeiten. Dann habe ich die Champis. Ne? Die zwei Pilze. Die habe ich gemacht. So, dann kommen wir wieder zu den Miesis. Und da ist das Rausholen ja immer etwas heikel. Und ich sehe auch hier, wieder ist der Schwanz gebrochen. Ich krieg einfach diese Form nicht hin. Ja, auch wieder ab. Es tut mir leid, aber ich kriege diese Katze nicht mit Schwanz hin. Ist ganz selten, dass ich die mal komplett hingekriegt habe. Da ist er wieder abgebrochen und hier steckt er wieder. Also, das ist immer dasselbe. Ich kriege ihn einfach nicht raus, ohne kaputt zu machen. Also der ist so filigran, dass das einfach mal immer wieder bricht. Da kann ich wirklich machen, was ich will. So, dann haben wir die Miesi. Da muss ich mal erstmal ein bisschen was abmachen, was überschüssig ist. So, diese Miesi habe ich. Ne? Also diese beiden. Das Schwanz kann weg. Diese hier hat keinen. Auch da muss ich ein bisschen Überschüssiges abmachen. Die hat ihren Schwanz ja hier vorne. Die sieht diesmal auch richtig süß aus. Und wie ihr das schon mitbekommt, haben die keine Luftblasen. Also das ist ja einmal schon mal komplett perfekt, weil das ist das erste Mal, dass die keine Luftblasen haben. Und soweit alles dran ist. Also ich mache mich. Dann kommen wir zu meinem Teddybärchi mit dem Herz. Auch den werde ich mal rasch rausploppen. Ich muss das nämlich immer über was drüber machen, weil das überschüssige Gips dann immer abfällt. Und dann sieht es hier aus wie Sau. Der will auch gar nicht rauskommen. Zack. Geboren. Auch wieder mega niedlich, so wie die anderen schon. Süß, süß, süß. So, und dann kommen wir zu meiner neuen Form, die ich ja mit euch zusammen gemacht habe. Dieses Hasi, da bin ich ja richtig gespannt jetzt, wie der geworden ist. Oh, ist der süß. Oh, ist der niedlich. Oh je. Ja, das ist wirklich sehr süß. Oh, es gefällt mir sehr. Ja, da bin ich ganz glücklich. Wunderbar. Nee, hat super geklappt. Den habe ich ja mal super hinbekommen. Beim ersten Mal gleich. Ohne Luftblasen, ohne allem. Dank der Kommentare, Tipps und Tricks. Ja, wie gesagt, die beiden werde ich mir mal beiseite legen. Da werde ich mal versuchen, ein Video mit euch zu machen, wie wir das ausbessern können. Ob das so einfach funktioniert. Und ansonsten ist der Rest ja mal wieder mega schön geworden. Freut mich ganz, ganz doll, dass wieder alles geklappt hat. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mein erstes Gips mit Charlie. Gips doch gar nicht mit Charlie.
wie gesagt, das nächste wird sein, mal ausbessern und was verarbeiten, weil nun habe ich ja schon einiges. Und nun will man ja auch langsam mal loslegen. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt mir es, indem ihr mir ein Däumchen da lasst. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Süßknuddel, eure Charlie.